Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zur neuesten Folge von Don't Starve. Ja, wir sind hier zurück und werden ein bisschen was machen. Eine Kiste bauen zum Beispiel. Ja, so. Wo muss ich die bauen? Da. Wir bauen hier eine schöne Chest. Zack. Oh, und mir geht es ziemlich schlecht, wie es aussieht. Ich muss also ein paar Blumen sammeln gehen. Ah, okay. Bevor ich hier also... Wir werden dann noch ein paar Dinge hier pflanzen. Hier so. Ach, jetzt habe ich vergessen. Mit Rechtsklick hier. So, genau. Dann, und wir müssen später noch sehr viel Dung sammeln. Und dafür brauche ich wieder einen Ort. Ein Ersatzlager quasi. Weil das schaffe ich sonst nicht. Ja, komm hierher. Ja, warte. Ja, hier kann man pflanzen hier nochmal hin. Ja, ein bisschen weiter entfernt vielleicht. So. Ja, sieht natürlich jetzt nicht sehr schön aus hier das Feld, aber muss ja nicht. Das sieht dann schon fast natürlicher aus, könnte man sagen. Genau. Und am Ende hatte ich hier noch, genau, so. Schönen Sträucher, die mal werden wir hier natürlich auch hinpflanzen. So, ja, ungefähr. Was war das für ein Geräusch? So. Oh, oh, Schatten. Okay, ja, also ihr seht, der gute Wilson sieht schon Dinge, die er nicht sehen sollte. Und wenn wir nicht aufpassen, werden die noch irgendwann lebendig. Das möchte ich nicht. Da kann ich mir Besseres vorstellen. Haben wir noch Dinge, die wir gerade nicht brauchen? Ja, ich brauche ja alles, was ich habe, oder? Ja, wir werden das alles mitnehmen. Und gehen jetzt... Können wir denn... Wir müssen, wie es aussieht, erstmal ein paar Sachen abbauen. Und nebenbei Blumen aufsammeln, das ist wichtig. Denn nur die Blumen geben uns, was wir brauchen. Nämlich, ja, wieder ein bisschen geistige Stärke quasi zurück. Am Blumenschnüffeln hilft da. Sehr schön. Ja, ich weiß, wusste das zwar nie zuvor, dass es eine psychologische Wirkung hat. Aber hier in dem Spiel auf jeden Fall. Ja, oh. Oh, da ist sogar noch so ein kleiner Weg. Nicht befestigt. Da, eine Pflanze. Sehr schön. Dann geben wir uns auf Pflanzensuche, bevor wir hier wieder schön Steine hauen. Und naja, ich habe im Moment genug Essen. Da sagte ich und naja. Und sammelte noch anderes Zeugs auf. Auf jeden Fall haben wir ein paar Blumen. Daraus können wir später sogar eine Kopfbedeckung machen. Die uns schön helfen wird. Eigentlich müssen wir hier weiter suchen. Hier in dieser schönen Grasfläche gibt es ordentliche Blumen. Hier schon wieder so ein Walk to Birchnut. Nee, danke. Hier war auch eine jetzt. So, genau. Sehr schön. Und da noch eine. Viele, viele Pflanzen. Da auch. Was? Oh. Da sind schon die ersten Hunde. Hört ihr das? Wir müssen uns wohl beeilen. Das ist Tag 7. Okay. Da kommen jetzt Gefahren auf uns zu. Die werden furchtbar sein. Also nicht so, nicht am Anfang, aber so vollkommen unvorbereitet. Schon. Da werden wir sonst noch sterben. Deswegen gehen wir, wo waren die denn? Da, hier seitlich, okay. Deswegen gehen wir jetzt hier seitlich zu den Büffeln. Die dienen uns als Schutz. Denn wenn die Büffelherde angegriffen wird, wird sie sehr böse. Los, renne, Wilson. Renne, wie du noch nie in deinem Leben zuvor gerannt bist. Oh ja. Oh Mann, es wird auch noch dunkel. Hier sind wir. In diese Herde müssen wir aber aufpassen. Ja, ciao. Wow. Die können ziemlich gut schießen, wie es aussieht. Okay, wo hatten wir die Herde damals gefunden? Irgendwo nördlich, oder? Wir müssen uns beeilen. Los. Did you hear that? Ja, ich habe das gehört. Hier sind sehr viele Hasen, aber wo sind die? Da ist schon mal ein Scheißhaufen. Können wir den bei aufsammeln? Wenn wir schon mal hier sind. Ja, ich hab's gehört. Oh, oh, oh. Da sind sie, Höllenhunde. Naja, die ersten Hunde. Da, habt ihr gesehen? Die greifen wir schon mal an. Ja, die lassen sich sehr leicht ablenken.
Okay, und dafür gibt's Gammelfleisch. Ja, lecker. So, haben wir gemeistert, würde ich sagen. Darauf können wir... Oh, das ist... Spoiled? Oh, okay, die sind vergammelt. Das sollte ich nicht mehr essen. Na gut, vergammeltes Futter wird immerhin auch zu Dünger quasi. Ja. Schade, dass es... Danke dafür, meine lieben Büffel. Es ist eine wahre Freude, euch dieses ganze, naja, Dampf der Kacke abzunehmen. Hallo. Muss aufpassen, wie gesagt, wenn die in Paarungsbereitschaft sind, dann sind sie furchtbar böse. Oh ja. Wir sollten vielleicht, ja, ich habe gar kein anderes Licht mehr. Oh, das ist natürlich schön. Wir werden also, oh, da ist noch eine Blume. Die sammeln wir auch schön auf. Die kann man, glaube ich, sogar essen, wenn man will. Na, sieht man das hier? Eat, ja. Blumen essen. Juhu. Oh, da ist noch mehr. Noch ein Düngerhaufen. Haha. Da fühle ich mich fast wie bei dem Roman Die Elfen, wie die Lutin. Wie die Kinder, die sammeln auch von ihrer Herde, Hornschild-Echsenherde hier, die Gacke auf. Ja, die ist schon am Dampfen hier, hä? Damit können wir ein paar Sachen machen. So, ach so, egal. Bleiben wir jetzt hier einfach bei der Herde? Die Nacht kommt langsam. Ich denke, wir werden uns gleich... Wir werden... Oh, hier noch mehr Kacke. Oh. Los, sammel die auf und dann bauen wir hier ein Campfeuer. Sehr schön, oder? So, dann können wir auch die eine Karotte nochmal garen. Dalala. So. Ja, ich glaube, die schlafen. Oh ja, schöne Augen am Wegesrand. Da, wir sind schön hier am Lagerfeuer. Ah, ist das nicht angenehm? Ja, wir tanzen mal. Wir tanzen einen Tanz, damit das nächste Tag gut für uns wird. Ja. Wie ihr seht, habe ich gar kein Lager gebraucht. Wir können auch so damit umgehen. Okay. Aber unsere... Naja, wir brauchen noch mal... So. Kann noch nicht bauen. Toll. Also brauche ich noch 3. Okay, ihr seht, also noch 3 Pflanzen und können mir so eine schöne Kopfbedeckung bauen. Ja, so ein Feuer hält lange, hä? Oh, noch mehr Dung. Davon brauche ich eine Menge. Okay, ich glaube, da... Oh, ja. Das Monsterfleisch lassen wir. Das ist im Moment nicht wirklich genießbar, ist es. Ja. Ich wünschte, ich könnte die Vögel töten, aber auch dafür gibt es Fallen. Irgendwann mal. Die müssen wir nur bauen. So, ich würde sagen, wir bauen trotzdem noch ein Lager. Ich denke, hier bei den tollen Büffeln kann man immer schön ein Lager bauen. Ja, wir haben nicht so viel. Wir werden hier also aufsammeln, das ganze Zeugs. Und das Nitrat oder was es sein soll, lassen wir da. Das brauchen wir nicht. So, komm hier. Schön klopfen. Wir brauchen das alles hier. 12 Steine habe ich gehört, oder? Gesehen von? Okay, ich finde hier kein Nix mehr. Alles verlassen hier. Da unten sind noch Steinchen. Okay, das kann man immer schön auf der Map sehen, die wir bei uns tragen. Wieso auch immer. Woher wir die auch immer haben. Das ist natürlich die Frage. Da. So. Komm schön, hier klopfen. Wir klopfen gerne die Steinchen, wie es aussieht. Denn wir sind hervorragende Steinklopfer. Ha, welch Klopfer. So, okay. Ja, das war schlecht, ich weiß. Und da gab es sogar 2x Nitrat. Wir haben 12, okay. Dann würde ich sagen, wir bauen unser Lager in der Nähe von Hasen hier hin. Hier sind schon mal 3, 4. Hier hätten wir auch noch 4, 5 in der Nähe, 6, ja. Ich glaube, hier kann man ein schönes Lager bauen. Später, jetzt können wir es auch bauen. Auch wenn es Verschwendung ist, weil es eigentlich schon brennt. Na egal. So, und nebenbei haben wir hier, wie ihr seht, sehr viel Zeugs. Dafür werden wir dann auch später das Gras brauchen, das Ganze. Ich denke, wir sammeln also auch ein bisschen Gras hier auf. Bevor wir dann... Ja. Irgendwas falsch machen. Und auch hier sollten wir vielleicht
ein paar Kisten hinbauen, damit wir immer alles da haben, was wir so brauchen könnten. Werde überall dann vielleicht auch Gras lagern und so bauen, ich weiß noch nicht. Also hier brauchen wir nicht extra noch Gras irgendwo anpflanzen. Denn ihr seht ja, wir haben hier mehr als genug, ja. Oh, und so viele Hasen. Ja, so viele Hasen, die dem Tode geweiht sind. Ja, ihr werdet irgendwann alle in meinem Kochtopf landen. Ja, ich werde hier, naja, die werden hier nicht gekocht, sondern ich werde aus denen leckeres Trockenfleisch machen. So, eigentlich wollte ich noch was gegen meine, naja, Dings machen. Oh, ich habe ja auch voll viele freie Stellen, dann können wir natürlich auch das komische Nitrat hier aufsammeln. So, da ist, jetzt habe ich hier verrottete Sachen. Damit kann ich auch düngen. Das ist sehr schön, das brauchen wir im Moment sowieso. So, ja, alles hierher. Zack, genau. So, wir brauchen eigentlich noch mehr. Ich weiß gar nicht, was wir alles brauchen, um unsere nächste Science Machine zu bauen. Das ist unser nächstes Ziel dann. Natürlich, Science Maschine bauen, nachdem wir hier unglaublich viel Zeugs hier mitgehen lassen haben. Also 40 sind das Maximum, was man hier tragen kann. Das ist wirklich hier eine ziemlich grasige Fläche. Hoho, da kann man richtig viel Spaß haben. Beim Sammeln. Wow, richtig viel. Also, ja. Wow. Das ist ein wahres Lager, eine wahre Fundstätte an Zeugs. Oh, ist das schön. Wir brauchen aber wirklich viel Gras. Das ist ein wichtiges Mittelchen für uns. Wir können das auch immer verwenden, um es zu verbrennen. Also. Oh, und natürlich auch die Scheiße kann man direkt auch verbrennen, aber. Machen wir nicht. Weil wir die, ja, da ist schon wieder so ein Schattending gewesen. Oh, geh weg, Schatti. Ja, noch sind es Illusionen, aber das kann sich auch schlagartig ändern. Ja, yeah. Will ich aber nicht, dass sich das ändert. Und wenn ich noch mehr krass hier, also hier ist doch. Ja, Mann. So viel auf einmal findet man nicht immer. Das müssen wir ausnutzen. So, und dann müssen wir wieder Holz bauen. Also ihr seht, der Anfang von Don't Starve ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, man muss immer wieder Zeug sammeln, sich schön einrichten, sich ein Lager bauen. Aber da wir hier ein Ersatzlager gebaut haben, passt das ja. Da wird uns nichts großartig passieren. Wir müssen es nur finden. Wo habe ich das denn hingebaut? In der Regel sieht man das da unten, seht ihr? Da haben wir das. Ja, komm, sammeln. Ja, sehr schön. Und wir sollten vielleicht, wir können noch uns wagen, hier zu den Büffeln zu gehen, um ihre, ja, ihren Dunghaufen aufzusammeln. So, komm her. Hallo. Hallo, ihr Büffel, Buffelos heißen die Kloppen oder so ähnlich. Was steht da denn? Manor. I should fill my pockets. Ja. Der gute Wilson ist sehr weise und weiß, wie man. Oh mein Gott. Oh, wir können keine Kacke mehr aufsammeln. Na gut, dann haben wir genug Kacke. Dann würde ich sagen, müssen wir die Kacke wohl Kacke sein lassen. Und wir sammeln hier schönes Gras auf. Oh, hier sind hier. Hallo. Ah! Hab sie aussichtlich angegriffen. Das wollte ich nicht. Tut mir leid. Ich hab das doch nicht absichtlich gemacht. Wir könnten hier sterben. Ja, wir müssen zu einem bewaldeten Weg hin. Hier, einen befestigten meine ich. Und laufen. Rennen. Ja, oh, Alter. Das war mal was. Oh, da. Die sind, wie ihr seht, sehr rachsüchtig auch. Und die machen schon einiges an Damage. Zum Glück hatte ich ja meine Rüstung an. Hatte ich nicht Rüstung mal hier? Scheinbar nicht, hä? Egal, was habe ich denn? Ich habe doch hier eine Gras. Ne, habe ich nicht. Wo habe ich den hingepackt? Egal. So, wo ist unser Lager? Da unten. Okay. Oh, Alter, hatte ich gerade Angst. Das ist sehr heftig gewesen. Da habe ich ausgesehen, diese Menge an unschuldigen Büffel. Buffel. Oh. Okay, da dann. Können wir ja zu unserer Brutstätte hinter. Wir können da, ja, wir benutzen das einfach mal schon mal als Feuer. So, wir können dann schönes Gras hier verbrennen. So, hier werden wir das schöne Gras nehmen. Ja.
Und ein helles Feuer versuchen wir zu machen. Hier war doch auch noch Gras irgendwo. Ja, hopp. Haha. Immer schön hell machen das Feuer. Hier ist kein Gras scheinbar, aber... Ja. Okay, wir dürfen nicht zu lange in der Finsternis auch bleiben. Dahin, hier habe ich Gras noch gesehen. Ja, ja. So. Damit können wir gut durch die Nacht. Sehr schön. Wir haben nichts zu essen im Moment. Wow, oh, du Schatten, geh weg. Kann ich nicht machen. Hey. Du verdammtes. Okay, er geht nicht weg. Ja, ja, wir bleiben hier erstmal. Oh Mensch, ich muss unbedingt hier meinen geistigen Zustand erhöhen wieder. Das geht ja voll schnell runter im Moment. So Leute, wir würde sagen, wir sind am Ende unserer Reise für heute angekommen. In der nächsten Folge werde ich dann wieder mich entpacken und mein Zeugs lagern. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß und ciao, meine lieben Überlebenskünstler.